Dungeville House in Schottland. 10. Mai 1941. Eine Stunde vor Mitternacht. Vier Männer warten auf ein Flugzeug aus Deutschland. Damit die Maschine sicher aufsetzen kann, ist die Landebahn beleuchtet. Wenig später funkt der Pilot den vereinbarten Code. Zur völligen Verblüffung der Briten gibt er sich als Rudolf Hess, Stellvertreter Adolf Hitlers, zu erkennen. Die Engländer löschen umgehend die Landebefeuerung. Sie haben einen anderen Gesandten aus Deutschland erwartet und nicht mit einem so hochrangigen Politiker wie Rudolf Hess gerechnet. Als der Maschine der Sprit ausgeht, springt Hess mit dem Fallschirm ab. Das Flugzeug zerschellt am Boden. Eine Szene, festgehalten auf einer späteren Kinderzeichnung seines Sohnes Wolf Rüdiger. Aufnahmen der abgestürzten und völlig zerstörten Messerschmitt 110 mit der Kennung VJOQ, der Maschine von Rudolf Hess. Wenig später entdeckt ein Bauer 40 Kilometer nördlich der schottischen Hauptstadt Glasgow den abgesprungenen deutschen Politiker. Der Englandflug. Eines der letzten ungelösten Mysterien des Zweiten Weltkriegs. Tief umhüllt vom Nebel britischer Geheimhaltung und diversen Täuschungsaktionen, die bis in die Gegenwart hineinwirken. Bis zum heutigen Tag verhindern sie die Antwort auf die Frage, ob Rudolf Hess ohne Wissen Hitlers nach England flog, ob er in dessen Auftrag einen sofortigen Waffenstillstand zwischen England und dem Deutschen Reich aushandeln sollte oder ob er in eine englische Falle gelockt wurde. Fest steht, kaum jemand war zu einer solchen Geheimaktion besser geeignet als Rudolf Hess, der schon als Kampfpilot im Ersten Weltkrieg fliegerische Erfahrungen sammelte. Nach Kriegsende studierte er in München bei Professor Karl Haushofer, dem Begründer der Geopolitik. Haushofer wurde sein Freund und akademischer Mentor und später auch außenpolitischer Berater, wie sich Hildegard Pfad, eine der Sekretärinnen von Hess, erinnert. Das war fast ein Vaterersatz bei Herrn Hess. Oder ein zweiter Vater. Er hat bei ihm Vorlesungen gehört, die haben sich geduzt. Während seiner Münchner Zeit lernte Hess Adolf Hitler kennen und wurde zu einem seiner engsten Weggefährten. Nach dem misslungenen Putschversuch vom 9. November 1923 war er zusammen mit Hitler in der Festung Landsberg inhaftiert. Mitte der 20er Jahre wurde Hess Hitlers Privatsekretär und nach der Machtergreifung 1933 dessen Stellvertreter und Reichsminister. Professor Karl Haushofer blieb in all diesen Jahren Gesprächspartner und Berater. Er vermittelte Hess zahlreiche Auslandskontakte, wie hier im Jahre 1935, als er Hess mit dem schwedischen König Gustav V. zusammenbrachte. Auch beim Englandflug sollte Karl Haushofer eine wichtige und folgenschwere Rolle spielen. Die Leidenschaft fürs Fliegen begleitete Hess das ganze Leben lang. Sein Sieg beim Zugspitzflug 1934 unterstrich noch einmal sein herausragendes fliegerisches Können. Wenn es seine Zeit erlaubte, besuchte Hess, oft gemeinsam mit dem Flugzeugkonstrukteur Willi Messerschmitt, Flugplätze sowie Test- und Produktionsstätten der Luftfahrtindustrie. Im Winter 1939-40, als diese Filmaufnahmen entstanden, erprobte man in Obertraubling bei München die Fronttauglichkeit des ersten deutschen Lastenseglers, die Gleitvariante der später auch motorisierten Messerschmitt Me 321 Gigant. ein Jahr vor dem geheimnisvollen Englandflug.
Landeplatz der Messerschmitt Flugzeugwerke. Eine Ju-52 setzt auf der Graspiste auf. Professor Willy Messerschmitt erwartet Rudolf Hess. Seit Jahren verbindet die beiden Männer ihre Leidenschaft für Flugzeugtechnik und die Fliegerei. Die zivilen und militärischen Messerschmitt-Flugzeuge schätzte der Pilot Hess besonders. Private Filmaufnahmen, die bisher noch nie gezeigt wurden. Die Messerschmitt-Werke in Augsburg zählten zu den größten militärischen Flugzeugbetrieben Deutschlands. Hess lässt sich die einzelnen Produktionsschritte erläutern. In Augsburg wurden vor allem Jagd- und Kampfflugzeuge wie die berühmten Me-109 und Me-110 hergestellt. Hess selbst flog verschiedene Versionen der Me-110, wobei er stets von einem Navigator und einem Funker begleitet wurde. Dieses Mal besichtigte er die Flugzeugwerke in offizieller Mission und wurde von den Arbeitern begeistert empfangen. Sein persönliches Interesse galt allerdings der Frage, ob man eine Me-110, ein ursprünglich dreisitziges Kampfflugzeug, in ein einsitziges Mittelstreckenflugzeug umbauen könnte. Rudolf Hess besprach die Einzelheiten mit Willy Messerschmitt. Auf der Basis seiner Vorschläge ließ man die Techniker die Bewaffnung aus- und an ihrer Stelle mehrere Zusatztanks einbauen. Darüber hinaus wurde die Inneneinrichtung der Me-110 so verändert, dass Hess in der Lage war, vom Pilotensitz aus das Funkgerät zu bedienen und über das deutsche Funkleitstrahlsystem zu navigieren. Die Funktionsfähigkeit dieser Um- und Einbauten überprüfte Hess im Winter und Frühjahr 1940-41 bei mehreren Flügen, zum Teil bis in die neutrale Schweiz. Ziel dieser Top-Secret-Aktion, Rudolf Hess will die weite Strecke von Süddeutschland nach Schottland ohne Zwischenlandung und alleine ohne Funker und Navigator fliegen können. Stonehenge im Südwesten Englands. Ein Ort der Mysterien aus heidnischer Vorzeit, über dessen Ursprünge und Hintergründe die Wissenschaftler noch immer rätseln. Ganz in der Nähe dieser Kultstätte wurde jetzt ein anderes Geheimnis gelüftet. Das um den Englandflug von Rudolf Hess. Hier lebt Martin Allen, ein Senkrechtstarter der britischen Geschichtsforschung. Ihm ist es gelungen, das Geheimnis um die Hintergründe und die Vorgeschichte des mysteriösen Fluges zu lösen. Man muss sich daran erinnern, dass es nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine ganze Serie von Friedensinitiativen seitens der deutschen Regierung gegenüber der britischen Regierung gab. Die Verhandlungen begannen Ende 1939, Anfang 1940 durch den Herzog von Windsor in Spanien. Und diese Phase der Kontakte wurde auch weitergeführt, nachdem der Herzog von Windsor auf die Bahamas zwangsversetzt worden war. Danach wurden diese Initiativen von Hess und Hitler aufgegriffen. Sie unternahmen einen Vorstoß beim britischen Botschafter in Spanien, Samuel Hoare. Der geheimnisvolle Flug in den Machtbereich des Kriegsgegners war der letzte von zahlreichen Versuchen von Rudolf Hess mit britischen Politikern über die Möglichkeit eines Friedens zu sprechen. Seit Juni 1940 war Hess mehrmals ins neutrale Spanien, nach Portugal und in die Schweiz geflogen, um dort unter anderem Edward VIII., den ehemaligen englischen König, und Sir Samuel Hoare, den britischen Botschafter in Spanien, zu treffen. In Schottland wollte er mit dem Herzog von Hamilton sprechen, der als Lord Stuart des britischen Königshauses jederzeit Zugang zu König und Premierminister hatte. Dieses Foto zeigt den Herzog zusammen mit der späteren englischen Königin Elisabeth. Eine originale Luftnavigationskarte aus jener Zeit. Mit Hilfe einer solchen Karte orientierte sich Hess auf seinem Flug von Augsburg quer durch Deutschland bis an die Kanalküste, von dort über die Nordsee bis Schottland. Sein Ziel? Der schottische Landsitz Dungarvan House im Norden Glasgows. Ein geeigneter Treffpunkt. Dungarvan House ist der Stammsitz des Herzogs von Hamilton. Der Herzog, selbst ein begeisterter Flieger, hatte sich, wie in dieser Luftaufnahme gut zu erkennen, eine eigene Landebahn mit Hangars für Flugzeuge anlegen lassen. Ortswechsel. Der Ammersee in Oberbayern.
Wohnsitz der Familie Haushofer, der sogenannte Hartschimmelhof. Bibliothek und Arbeitszimmer von Karl Haushofer. Von hier aus stellte die Familie Haushofer die Verbindung nach England her. Dass hier auch der Englandflug vorbereitet wurde, belegt ein Auszug aus dem erstmals gezeigten Tagebuch der Haushofers. Eine Notiz hält fest, dass Rudolf Hess gebeten habe, Kontakte für Verhandlungen um einen Verständigungsfrieden mit England anzubahnen. Karl Haushofer sagt zu, obwohl er sich der Gefahr dieser Mission voll und ganz bewusst ist. Karl Haushofer verfügt ebenso wie sein Sohn Albrecht über weitreichende freundschaftliche Kontakte zu den höchsten britischen Regierungs- und Adelskreisen. September 1940. Bei einem mehrstündigen Spaziergang im Grünwalder Forst in München in der Nähe des Privathauses von Rudolf Hess besprechen Hess und Karl Haushofer die Einzelheiten der England-Mission. Die Freunde erörtern Details und bestimmen die Ansprechpartner auf englischer Seite für die geheimen politischen Friedensfühler. Das Ganze beginnt im Grunde im September 1940, als Hess an die Haushofers, die über beste Verbindungen zu britischen Kreisen verfügen, herantritt, um eine Friedensinitiative zu starten. Bis heute ungeklärt ist die Rolle Hitlers. War er in die Friedensmission eingeweiht oder nicht? Mehr noch, handelte Hess womöglich auf Befehl Hitlers? Martin Allen auf dem Weg in das englische Staatsarchiv, das Public Record Office, das Gedächtnis Großbritanniens. Hier lagern in 7 atombombensicheren unterirdischen Stockwerken zahlreiche Geheimnisse des Vereinigten Königreiches, viele davon bis heute für die Öffentlichkeit unzugänglich. Zu ihnen zählen diverse geheimdienstliche Aktivitäten, die den Lauf der Weltgeschichte verändert haben. Darunter auch die Akte Rudolf Hess. Sie ist bis zum Jahre 2017 gesperrt, in Teilen sogar noch länger. Obwohl niemand sie einsehen darf, ist es Martin Allen gelungen, das Rätsel Hess zu lösen. Die meisten Wissenschaftler haben immer nur nach der Hess-Akte selbst gesucht. Aber ich, als Experte für Außenpolitik, habe jahrelang das Privileg gehabt, die Akten des britischen Außenministeriums sichten zu können. Nur mit der Hilfe dieser Akten lässt sich das Geheimnis um den Hess-Flug lösen. Denn die offiziellen Hess-Akten sind immer noch unter Verschluss. Bei Lektüre dieser Akten erschließt sich der Briefwechsel der führenden Persönlichkeiten des Außenministeriums, Anthony Eden, Lord Halifax, William Strang untereinander und mit Churchill. Darin wird die Geschichte der Geheimdienstoperation um Hess enthüllt und daher benötigt man nicht mehr die eigentlichen Hess-Akten, die bis zum Jahre 2017 gesperrt sind. Dokumentiert sind diese gewonnenen Erkenntnisse im neuesten Buch von Martin Allen, The Hitler-Hess Deception, das im britischen Großverlag HarperCollins herauskam und unter dem Titel Churchills Friedensfalle inzwischen auch auf Deutsch erschienen ist. Der Weg nach Ditchley Park in der Grafschaft Oxford. Hier traf sich Churchill seinerzeit jedes Wochenende mit Kabinettskollegen, Freunden und Vertrauten. In dieser Runde wurde als Reaktion auf über 2 Dutzend deutscher Friedensangebote eine der folgenschwersten Täuschungsaktionen des Zweiten Weltkrieges ausgebrütet. Trotz der für England militärisch verzweifelten Lage war man im britischen Außenministerium überrascht, dass bis November 1940, also 6 Monate vor Hess-Flug, schon über 2 Dutzend deutsche Friedensangebote auf geheimen diplomatischen Kanälen sondiert worden waren. Auf 18 Seiten eines streng geheimen, auf 1 Dutzend Exemplare begrenzten Memorandums im Bild Exemplar Nummer 8 stellte das Außenministerium die unterschiedlichen deutschen und neutralen Friedensinitiativen zusammen. Dieses Memorandum war nur für den innersten Entscheidungszirkel gedacht. Mit seiner Hilfe sollte entschieden werden, wie man auf die deutschen Friedensinitiativen reagieren sollte. Die besondere historische Bedeutung des Dokuments ist der Beleg, dass die Versuche Deutschlands, einen Separatfrieden mit England zu erreichen, bis zum Hess-Flug nicht abgerissen sind. Derartige Friedensinitiativen gingen unter anderem aus vom schwedischen Industriellen Dalerus, vormaligen Reichskanzler Franz von Papen, Vatikan, König von Schweden,
finnischen Premierminister, König von Spanien, von Dr. Ludwig Weissauer und Dr. Josef Goebbels. Einer dieser geheimen Friedenspläne beinhaltet 7 konkrete deutsche Angebote. Der 7-Punkte-Friedensplan wurde von der deutschen Regierung über den päpstlichen Nuntius, den Botschafter des Vatikans, dem englischen Botschafter in Spanien Samuel Hall überbracht. Und das, was die deutsche Regierung anbot, waren geradezu unglaubliche Friedensbedingungen. In diesem Dokument, das seit 1941 bis vor kurzem als geheim gesperrt worden war, unterbreitete der Nuntius einen 7-Punkte-Plan, der Verhandlungen vorschlug, an denen neutrale Staaten, darunter die Schweiz und die Vereinigten Staaten, als Vermittler beteiligt werden sollten. Der erstaunlichste der zahlreichen Punkte war, dass Hitler den Rückzug der deutschen Truppen aus Norwegen, Holland, Dänemark, Belgien und Frankreich und Reparationsleistungen für die während der Kampfhandlungen entstandenen Schäden anbot. Weitere Punkte dieses Vorschlags waren Zerstörung aller Angriffswaffen, Truppenreduzierung bei allen Staaten, Rückgabe der deutschen Kolonien, Wiederherstellung eines polnischen Staates. Die Bedeutung und die Ernsthaftigkeit dieses Angebotes wurde erhärtet durch die Bereitschaft des Papstes, als Vermittler zwischen Hitler und Churchill zu fungieren. Das politisch Pikante war, dass mit einem solchen Vorschlag der Grund für den britischen Kriegseintritt entfallen würde. Genau diese Vorschläge waren für die britische Regierung so brandgefährlich, denn sie hatte begriffen, dass, wenn die Amerikaner dahinter kommen würden, dass den Briten buchstäblich alles, was sie an Friedensforderungen erhoben hatten, gewährt würde, darunter Selbstsouveränität für Polen, die Amerikaner sie drängen würden, darauf einzugehen und die deutschen Friedensvorschläge anzunehmen. Um das zu verhindern, beschloss die britische Regierung, auf Zeit zu spielen und die deutschen Friedensinitiativen in ihrem Sinne zu instrumentalisieren. Churchill stellte eine Friedensfalle. In Ditchley Park wurde damit die Chance auf ein vorzeitiges Ende des Zweiten Weltkrieges bewusst vertan. Kein Wunder, dass man uns hier nicht drehen lassen wollte. Man hatte überhaupt keinen Zweifel daran, dass dies ein ernst gemeintes Friedensangebot Hitlers war. Und dieses Angebot Hitlers war deswegen ernst gemeint, weil er Frieden mit England suchte. Aber es muss daran erinnert werden, dass man auf britischer Seite eben keinen Frieden wünschte, da man dort davon überzeugt war, man würde den Krieg gewinnen, wenn er nur lange genug dauern würde. Für die deutsche Friedensbereitschaft spricht auch eine Initiative des persönlichen Rechtsanwalts von Adolf Hitler, Ludwig Weissauer. Dies ist eine seiner politischen Frühschriften aus dem Jahr 1931. Weissauer war im September 1940 nach Schweden geflogen, um dort den britischen Botschafter Mallet zu Verhandlungen zu treffen. Mit sich führte er im Auftrag Hitlers die bereits genannten Friedensvorschläge in abgewandelter Form. Das Angebot des Hitleranwalts Weissauer, das von den Briten durchaus ernst genommen wurde und für helle Aufregung sorgte, musste insbesondere vor den polnischen Verbündeten geheim gehalten werden. Der Weg zum Frieden wurde verbaut. Churchill hatte andere Pläne. Der Inhalt dieser Affäre oder dieser Angelegenheit Weissauer, die sich im Wesentlichen im September 1940 abspielt, ist durchaus ernst zu nehmen aus hitlerscher Perspektive. Das entsprach im Grunde den Grundmaximen seiner Politik, wie er sie schon in der Landsberger Haft in Mein Kampf niedergelegt hatte, nämlich unbedingt einen Zwei-Fronten-Krieg zu vermeiden und möglichst im Bündnis, aber nicht gegen England, im Osten Eroberungen zu machen. Man muss sich vor Augen halten, dass die britische Regierung starke Befürchtungen hinsichtlich der deutschen Expansion in Europa hegte. Deswegen hatte die Abteilung für politische Kriegsführung beschlossen, dass die deutschen Friedensangebote zum Nachteil Deutschlands benutzt werden sollten. Es lag nicht im britischen Interesse, 1941 Frieden zu schließen, weil Churchill bewusst war, dass bei einer Fortführung und Ausweitung des Krieges früher oder später die USA und Russland hineingezogen werden würden. Und damit würden die Alliierten auf jeden Fall gewinnen. Es ist wichtig zu beachten, dass die britische Regierung keinen Frieden wünschte. Sie war richtig glücklich darüber, dass der Krieg weiterging. Im Winter 1940 gab es ein hochrangiges Treffen des politischen Kriegsrats, der Political Warfare Executive, auf dem unverhohlen erklärt wurde, wir können einen europäischen Krieg nicht mehr gewinnen, nur noch einen Weltkrieg.
Und so haben sie im Gegensatz zur deutschen Regierung, die bestrebt war, den Krieg zu begrenzen und zu beenden, sehr massiv daran gearbeitet, den Krieg auszuweiten. Im Bewusstsein, dass sie ihn letzten Endes mit Hilfe der westlichen Alliierten und der Sowjetunion gewinnen würden. Woburn Abbey, im Herzen Englands, eingehüllt in typisch englischen Nebel. Heute Sitz des Herzogs von Bedford. Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten hier die Mitarbeiter einer besonderen Abteilung des britischen Geheimdienstes, der SO-1, der Special Operation One, einer Spezialeinheit für politische Kriegsführung und Täuschungsmanöver. Die handverlesenen Mitarbeiter der SO-1 haben Churchills Pläne umgesetzt und die Friedensfalle aufgestellt. Scheinverhandlungen sollten bei der deutschen Reichsregierung den Eindruck erwecken, in England gäbe es eine große Zahl hochrangiger friedensbereiter Politiker, die, unterstützt vom Königshaus, sogar bereit seien, Churchill zu stürzen und mit Deutschland Frieden zu schließen. Die Political Warfare Executive bestand aus hochspezialisierten Experten mit dem Ziel, den Gegner irrezuführen, insbesondere seine Regierungsmitglieder. Diese Leute erkannten schnell, dass Hitler niemals glauben würde, dass Churchill um Frieden bäte und seine Meinung über die Weiterführung des Krieges ändere. Also etablierten sie eine erfundene Friedensfraktion in Großbritannien und täuschten vor, diese habe die Mittel, um Churchill zu stürzen. Das war die Operation HHHH, Halifax, Hoare, Hess, Hitler. Sie benutzten diese Verhandlungen mit dem Ziel, Hitler davon zu überzeugen, er habe freie Hand gegen Russland, weil Churchill bald durch die Friedensfraktion abgesetzt würde. Woburn Abbey war vor 60 Jahren aber auch Schauplatz einer heftigen Auseinandersetzung um die richtige Strategie und Haltung gegenüber Deutschland. Dies ist Hugh Dalton, Minister für Wirtschaftskriegsführung und Chef der Geheimdienste im Kabinett Churchill. Er war ein scharfer Kritiker der Politik der Kriegsausweitung des britischen Premierministers. Eine Haltung, die ihn sein Amt kostete. Er formulierte seine Skrupel in einem Schreiben an den britischen Außenminister Eden im Februar 1941. Was allerdings Winston jetzt vorschlägt, ist ein wirklich erschreckender Plan. Und ich bin mir nicht sicher, ob es mein Gewissen erlaubt, daran teilzunehmen. Ich war immer der Überzeugung, dass im Krieg auch Knochenkegeln gegen die Hunnen erlaubt sei. Aber ich glaube nicht, dass es moralisch gerechtfertigt ist, diesen Weg einzuschlagen, um zum angestrebten Ergebnis zu kommen. Er erkannte bereits im Frühjahr 1941, dass der einzige Zweck dieser Handhabung der Friedensverhandlungen war, Russland in den Krieg hineinzuziehen. Und Hugh Dalton hatte begriffen, dass dies viele, viele Millionen Menschenleben kosten würde. Hochinteressant. Dieses Dokument ist ohne Zweifel eines der wichtigsten überhaupt in der Vorgeschichte des Hess-Fluges. Man muss sehen, dass Dalton keine Kreatur Churchills war, sondern er war Labour-Politiker und eben Mitglied an wichtiger Stelle in dieser Allparteienregierung, auch Chef der Special Operation Executive, der von Churchill den Auftrag hatte, setzen Sie Europa in Brand. Nun, es ist insofern ein wichtiges Dokument, weil es dokumentarisch festmacht, dass die Briten eine Geheimdienstaktion starteten, irgendwann im Herbst 1940, die damit endete, dass Hess sich am 10. Mai ins Flugzeug setzte und rüberflog. Hugh Dalton war bei weitem nicht der Einzige, mit dem Churchill wegen seiner Politik der Kriegsausweitung brach, wie sich die Stieftochter des Generals Ian Hamilton, Roisin O'Mara Vinar, erinnert. Churchill hat eigentlich Hamilton seine Karriere zu verdanken. Er nahm ihn mit nach Indien als ganz junger Kriegskorrespondent. Es war so etwas, was man eine lebenslange Freundschaft nennt, bis zu dem Tag, wo Hamilton zurückkam aus Berchtesgaden mit einer persönlichen Botschaft von Hitler an Churchill. Da ging es sofort seitens Churchill in die Brüche. Er weigerte sich überhaupt, das Thema zu erwähnen. Er hat mir persönlich an dem Tag nichts erzählt, aber meine Tiefmutter hat zu mir gesagt, erwähne nicht den Namen Churchills, denn das Gespräch zwischen Hitler und
mein Mann, hat sie gesagt, ist eine Katastrophe geworden. Hitler hat ihn dringend gebeten, seinen Einfluss auf Churchill auszuüben. Woher er wusste, dass die befreundet waren, weiß ich nicht, sagte sie mir. Aber so wie er nach Hause kam, hat er sich mit Churchill in Verbindung gesetzt und da gab es ein Tête-à-tête zwischen den beiden Männern und einen Riesenkrach. Niemand weiß, was genau passiert ist, aber von dem Tag an ist aus mit den zwei. Nicht nur zu Hitler, auch zu Hess unterhielt Ian Hamilton gute Beziehungen. Das mag ein weiterer Grund dafür gewesen sein, warum Hess nach Schottland fliegen wollte. Ja, er hat auch damals gesagt, dieser Hess, das ist ein ganz reizender Mensch. Also mit dem bin ich sehr, sehr gut ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihn mit seiner Familie eingeladen zu uns aufs Schloss nach Schottland nächsten Sommer. Und ich sagte, bravo, schön. Und er hat gesagt, ja, und du kannst mir mal helfen mit dem Brief. Und jetzt bitte, ich kann mich nicht erinnern, was er da in der Hand hatte. Ist es sein Brief an Hess oder ist es Hess, der Brief zurück an ihm? Aber es ging um die Einladung. Und in der Zwischenzeit hatte ich mehr Deutsch als mein Adoptivvater. Und ich half ihm ein bisschen, das zu formulieren. Nicht? Ich habe ihm ein bisschen den Brief ausgewechselt. Aber ich kann, oder ich half ihm den Brief von Hess. Vielleicht hat er den nicht ganz verstanden. Jedenfalls, es war eine abgemachte Sache. Die Churchill'sche Politik der Kriegsausweitung mit Millionen von Opfern entsprach durchaus der britischen Kriegsdoktrin, die der Chefideologe und ständige Staatssekretär im britischen Außenministerium Sir Robert Vansittart im September 1940 als Handlungsanweisung für britische Diplomaten festgelegt hatte. Der Feind ist das Deutsche Reich und nicht etwa der Nazismus. Und diejenigen, die das noch nicht begriffen haben, haben überhaupt nichts kapiert. Alle Möglichkeiten für einen Kompromiss sind passé. Und jetzt muss der Kampf bis zum Ende geführt werden. Und zwar bis zum bitteren Ende. Wir haben mehr als genug von Friedensangeboten von Leuten wie Dallerus, Gördener, Weissauer und Konsorten. Die britische Außenpolitik machte demnach in ihrem unbedingten Kriegswillen keinerlei Unterschied zwischen Karl Gördeler, einem der führenden Köpfe des deutschen Widerstandes, und Mitgliedern der NS-Führung wie Joseph Goebbels. Als Vansittart hörte, dass Lord Halifax, der britische Botschafter in Washington, vorschlug, die Verhandlungen ernst zu nehmen, war er mehr als beunruhigt. Er war ein Parteigänger Churchills, der meinte, der Krieg müsse unter allen Umständen durchgefochten werden, da Deutschland eine Bedrohung des Empires darstelle. Dieses Dokument ist überaus entlarvend, denn es sagt sehr deutlich, dass die Bedrohung nicht vom Nazismus, sondern von Deutschland und der deutschen Reichsidee ausgeht, gegen die England seit 75 Jahren gekämpft habe. Hier haben wir ausdrücklich die Einstellung dargelegt, dass höchstrangige britische Politiker ganz andere Ziele mit dem Krieg verfolgten als die Menschen, die dessen Lasten zu tragen hatten. Vansittart ist ohne Zweifel das Haupt der antideutschen Fraktion im Foreign Office, der eben auch aus emotionalen Gründen keinerlei Friedensunterhandlungen mit Deutschland pflegen möchte. Er hat aus eigener Kenntnis fast alle führenden deutschen Widerständler vor dem Krieg empfangen und hat sich mit ihren Programmen vertraut gemacht. Zugleich ist es aber so, dass er daraus die Erkenntnis gewinnt, auf keinen Fall eine neue Dolchstoßlegende wieder manifest werden zu lassen und Deutschland, wenn möglich, als Staat auf dem Kontinent weitgehend zu tilgen und auszulöschen. Auch der neue britische Außenminister Anthony Eden, links im Bild, vor dem britischen Außenministerium, folgte den Zielen seines Staatssekretärs Vansittart. Verhandlungen mit Deutschland fanden nicht statt. Der eigentliche Urheber dieser Politik aber war Winston Churchill, der die Geheimdienstintrige stetig vorantrieb. In diesem Geheimdienstspiel sind nach meinen Forschungen drei Ebenen zu unterscheiden.
Zum einen versorgt ein eigens dafür eingerichteter Ausschuss im britischen Geheimdienst, das sogenannte Double Cross Committee, aber auch die Special Operations Executive, die deutsche Seite, vor allem Hess, mit gezielten Falschinformationen. Und in diesen Falschinformationen heißt es, dass der deutsche Blitz, also die Kriegführung gegen England, die Luftangriffe, die Moral der Zivilbevölkerung untergraben hätten, dass Churchills Stellung nicht mehr fest sei und dass bei einem sichtbaren und echten Zeichen deutschen Friedenswillens Churchill gestürzt werden würde. Die zweite Ebene ist dieser Brief, der am 23. September über Hess an Hamilton, diesen ersten schottischen Peer und Lord Steward des Königs, abgeht, der Hamilton nie erreicht, sondern auf dem Schreibtisch des Geheimdienstes landet. Und der Geheimdienst pflegt nun über Monate hinweg im Namen von Hamilton eine geheime Korrespondenz mit Hess. Und diese Korrespondenz endet von Hess-Seite aus mit dem Angebot, Hamilton möge mit einer Agitation in den Appeasement-Kreisen gegen Churchill beginnen. Im richtigen Moment, so heißt es wörtlich, wird dann eine hochrangige deutsche Persönlichkeit erscheinen, um die Friedensbedingungen zu sondieren. Und die dritte Ebene sind Horoskope, die sich Hess hat anfertigen lassen im Vorfeld seines Fluges, die allesamt den 10. Mai als Tag welthistorischer Bedeutung ausweisen. Der Ort, wo der Frieden zu schließen ist, liegt in Schottland. Inwieweit der britische Geheimdienst hier auch die Hess nahestehenden okkultistischen Kreise infiltrierte und Hess mit getürkten Horoskopen versorgte, ist wahrscheinlich, lässt sich aber dokumentarisch nicht beweisen. Ein Foto von Rudolf Hess mit seiner Sekretärin Hildegard Fahrt. Sie erinnert sich an die Vorbereitungen zum Englandflug. Über diesen Flug habe ich gar nichts gewusst. Ich habe lauter Einzelteile. Man hat hinterher gemerkt, wie schlau er das verteilt hat. Also ich habe gewusst, einerseits, dass er Entwürfe geschrieben hat, wo er mit irgendeinem Engländer verhandeln wollte. Und ich habe mir vorgestellt, er trifft den irgendwie im neutralen Ausland. 10. Mai 1941. Es ist soweit. Rudolf Hess ist unterwegs von Deutschland nach Schottland. Die Engländer rechneten als Verhandlungspartner mit dem Chef der Auslandsorganisation der NSDAP, Gauleiter Ernst Bohle. Hier im Bild bei einem Zusammentreffen mit Churchill. Für die Zeit nach dem Krieg war Bohle, der bis 1937 noch einen britischen Pass besaß, als deutscher Botschafter in England vorgesehen. Die Männer, die in der Nacht des 10. Mai 1941 in Dungavel House warteten, waren der Herzog von Kent, der Herzog von Buccleuth, ein Geheimdienstbeamter und ein Mann der Political Warfare Executive. Das Verblüffende an den britischen Dokumenten ist der Beweis, dass sie auf den Chef der Auslandsorganisation Ernst Bohle gewartet haben. Und alle diejenigen, die hier warteten, waren überrascht und schockiert, als stattdessen Rudolf Hess auftauchte. Wenn man sich die Dokumente sehr genau ansieht, fällt einem auf, dass Ende April, Anfang Mai Hess, und ich vermute auch Hitler, die englische Verhandlungstaktik zu durchschauen begannen. Und so beschlossen sie gemeinsam, Hess anstelle von Bohle zu entsenden, um sich bei den Briten Gewissheit zu verschaffen. Man wollte den britischen Verhandlungspartnern tief in die Augen schauen. Während Hess nach Schottland fliegt, warteten in England drei Gruppen auf den deutschen Emissär. Churchill im Landsitz Ditchley Park, der Geheimdienst in Woburn Abbey und der Herzog von Kent, der Bruder des englischen Königs in Dungavel House. Entsetzt darüber, dass mit Hess ein Entscheidungsträger eintreffen würde, der die Strategie der Verzögerung zu Fall bringen könnte, löschten die Engländer die Landebefeuerung. Die Maschine von Hess zerschellte am Boden. Doch Hess überlebte. Das Verwirrspiel ging in die nächste Runde. Offiziell wird seitens der Engländer verlautbart, der schottische Bauernknecht David McLean habe den abgesprungenen und verletzten Hess aufgegriffen. In britischen Wochenschauaufnahmen berichtet McLean sogar von der Gefangennahme von Rudolf Hess. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit.
Daniel McBride, damals Sergeant der Fernmeldetruppe, offenbarte 2 Jahre nach Kriegsende die wirkliche Geschichte. Er war es, der Hess fand und ihn in das Haus McLeans brachte. Doch darüber durfte er damals nicht reden. Ich behaupte, dass hochrangige Regierungsmitglieder sein Kommen erwartet hatten. In jener Nacht wurde weder Luftalarm gegeben, noch wurde das Flugzeug vom Radarkontrollraum erfasst. Die schriftliche Bestätigung von Captain Percival, dem britischen Offizier, der als erster Hess befragte und dem dieser sein Portemonnaie und die Seenoterkennungsflagge, die er bei sich trug, überließ. Beide Gegenstände aus dem Besitz von Rudolf Hess werden hier zum ersten Mal gezeigt. Kaum war das Unternehmen fehlgeschlagen, gerieten sowohl die Briten als auch die Deutschen in Panik, wie sie ihrer jeweiligen Öffentlichkeit den Fall Hess erklären sollten. Die deutsche Presse distanzierte sich von Rudolf Hess, kam aber der Wahrheit sehr nahe, als sie schon am 14. Mai, also nur wenige Tage nach dem Hess-Flug, berichtete, es wäre auch denkbar, dass Hess am Ende von englischer Seite bewusst in eine Falle gelockt wurde. Es besteht kein Zweifel daran, dass Hitler von Hess' Flug informiert war. Denn beide hatten deswegen eine beträchtliche Zeit mit den Briten verhandelt und sich noch kurz zuvor getroffen. Als Hess nach England geflogen war, die ganze Sache schiefging und Hess von den britischen Behörden festgenommen wurde, nahm man an, dass diese Behörden nichts von der Existenz einer Friedenspartei wussten. Hitler war entschlossen, um jeden Preis herauszufinden, was mit Hess passiert war und ob es möglich sei, ihn zu befreien. Martin Allen fand schließlich auch heraus, welch abenteuerliches Unternehmen Hitler, der Hess offiziell für verrückt erklärte, zur Befreiung seines Stellvertreters in die Wege leitete. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Flug mit seinem Wissen geschah. Bourbon Abbey, im Zweiten Weltkrieg Sitz der besonderen Abteilung des britischen Geheimdienstes. Im Herbst 2003 fanden Gärtner im weitläufigen Park, der sich rund um das Gebäude erstreckt, durch Zufall mehrere hundert Leichen, sämtlich vor 60 Jahren erschossen. Eine Entdeckung, die für helle Aufregung sorgte und zugleich jede Drehgenehmigung innerhalb des Schlosses unmöglich machte. Öffentliche Hinweise auf die Identität der Opfer sind bis heute allerdings nicht bekannt geworden. Mittwoch, 28. Mai 1941. Die Motoren von Kampfbombern stören die Stille des Parks. Wenig später fallen Bomben. Die deutsche Luftwaffe fliegt einen Scheinangriff, dessen Ziel es ist, von den 3 deutschen Agenten abzulenken, die an Fallschirmen abspringen und an einer Straßenbiegung kurz vor Woburn Abbey landen. Die 3 Männer wissen, dass der britische Außenminister Anthony Eden 2 Tage später genau auf dieser Strecke nach Woburn Abbey fahren wird, um an den dort stattfindenden Wochenendberatungen teilzunehmen. Ihr Auftrag lautet, Anthony Eden zu kidnappen und gegen Rudolf Hess auszutauschen. Die Dokumente belegen eindeutig, dass diese Männer Eden kidnappen und ihn als Geisel nehmen sollten, um von ihm zu erfahren, ob diese Friedensfraktion wirklich bereit sei, gegen Churchill vorzugehen oder ob es sich um eine Finte handle. Das Gelände rund um Woburn Abbey ist jedoch gut einzusehen. Das britische Militär hat zudem alle Bauern auf der Insel aufgefordert, verdächtige Personen sofort zu melden. Die 3 deutschen Agenten werden entdeckt und gefangen genommen. Die geplante Entführung Edens wird vereitelt. Der Tower von London, das berühmt-berüchtigte Gefängnis der englischen Könige, in dem schon im Mittelalter oppositionelle und politische Gefangene hingerichtet wurden. Da die 3 deutschen Agenten nicht bereit waren, sich umdrehen zu lassen und für die britische Seite zu arbeiten, wurden sie auf Veranlassung des Geheimdienstes ohne jedes weitere Verfahren im Tower erschossen. Heute weiß man, dass das Angebot zum Frieden, mit dem Hess nach England geflogen war, von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Hess selbst verbrachte die letzten 4 Jahrzehnte seines Lebens im Gefängnis. Die britischen Akten zum Fall Hess sind immer noch auf Jahrzehnte gesperrt. Diese zum Beispiel bis 2019. Hess, auf diesem Foto noch mit den Fliegerstiefeln, die er während des Englandfluges trug, wurde während der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse monatelang verhört.
Sein Flug durfte dabei allerdings auf Befehl der Briten nicht erwähnt werden. Ein weitgehend unbeachtetes Dokument aus dem Nürnberger Verfahren belegt, dass Hess am 9. Juni 1941, also nur wenige Wochen nach seiner gescheiterten Mission vom 10. Mai, mit dem britischen Lordkanzler Simon ausführlich über einen 4-Punkte-Friedensplan Hitlers und die Grundlagen für einen Verständigungsfrieden diskutierte. Hess hielt Lord Simon für einen Vertreter der Friedenspartei und trug ihm deshalb die Friedensvorstellungen Hitlers offen vor. Was Hess nicht wissen konnte, das Gespräch war ebenso wie die Entlassung von Van Zittert nur ein Täuschungsmanöver. Einzig dem Ziel verpflichtet, die Deutschen glauben zu machen, dass die antideutsche Fraktion in der englischen Regierung schwächer würde. Der Hartschimmelhof am Ammersee bei München, Stammsitz der Familie Haushofer. Hier wohnten Professor Karl und Martha Haushofer mit ihrem Sohn Albrecht. Sie waren in alle Überlegungen von Rudolf Hess eingeweiht, kannten genau Inhalte und Hintergründe seines mysteriösen Englandfluges. Wichtige Zeugen, die den Engländern im Verlaufe des Nürnberger Prozesses unter Umständen gefährlich werden könnten. Besonders brisant, die Haushofers besaßen Durchschriften sämtlicher Briefe von Hess an seine englischen Gesprächspartner. Kein Wunder, dass am 10. März 1946, kurz bevor Karl Haushofer als Zeuge in Nürnberg aussagen sollte, der britische Geheimdienst am Hartschimmelhof erschien, mitten in der amerikanischen Besatzungszone. Nach diesem Besuch waren Karl Haushofer und seine Frau Martha tot. Dies ist der Ort, an dem die Leichen des Ehepaars mitten im Wald und in erheblicher Entfernung zum eigenen Anwesen gefunden wurden. Die beiden britischen Geheimdienstler waren die letzten, die das Ehepaar Haushofer lebend sahen. Ein Gedenkstein erinnert noch heute an den grausigen Fund, den der zweite Sohn Heinz Haushofer am 12. März 1946 machen musste. Die letzte Ruhestätte des Ehepaars Haushofer auf ihrem oberbayerischen Anwesen. Karl und Martha Haushofer liegen hier neben ihrem in deutscher Haft wenige Tage vor Kriegsende erschossenen Sohn Albrecht. Im Hartschimmelhof selbst fand sich dieser Abschiedsbrief von Karl Haushofer, der auf einen Selbstmord hinweist. Doch er gibt Rätsel auf. Der einseitige Brief ist 4-mal unterbrochen und jeweils mit anderer Tinte und Feder fortgeführt worden. Außerdem fehlt eine Datierung. Noch merkwürdiger ist eine Skizze, die wohl wegen der großen Entfernung vom Haus und der abgelegenen, fast versteckten Stelle mitten im Wald angefertigt wurde und die dem überlebenden Sohn Heinz den Weg zu den Leichen seiner Eltern weisen sollte. Diese Skizze soll von Martha Haushofer angefertigt worden sein. Die Schrift auf der Karte weist allerdings keinerlei Ähnlichkeit mit der Handschrift Martha Haushofers auf, wie der Vergleich mit ihrem Tagebuch belegt. Die Buchstaben zeigen vielmehr eine frappante Ähnlichkeit mit der Typografie von Angloamerikanern. Die Zeichnung selbst ist ausgesprochen laienhaft. Angesichts der zeichnerischen Qualität der Bebilderung des Tagebuchs der Haushofers, die Frau Haushofer oblag, ist es nur schwer vorstellbar, dass diese Zeichnung von gleicher Hand erstellt wurde. Die beiden Geheimdienstagenten, die die Haushofers besucht und als letzte lebend gesehen haben, schrieben unmittelbar nach ihrer Rückkehr ihrem Auftraggeber, Sir Ivan Kirkpatrick, dem späteren britischen Hochkommissar für Deutschland und dem Mann, der Rudolf Hess nach seinem gescheiterten Flug verhört hatte, folgenden Vermerk. Entsprechend ihrer Instruktionen vom 8. März wurde K. Haushofer am 10. März aufgesucht. Am 10. März. Dem Todestag des Ehepaars. Im Verhör stellte sich heraus, dass der Herr über das in Frage stehende Problem nichts weiter wusste. In Beantwortung unserer Instruktionen teilen wir Ihnen mit, dass das Problem, das diesen Mann und das IMT betrifft, jetzt aus dem Weg geräumt wurde. Aus dem Weg geräumt. Nur eine sprachliche Entgleisung? Ob Selbstmord oder Mord, einen letzten Beweis für die eine oder andere These wird es wohl nie geben. Fakt ist, im Nürnberger Prozess konnte Karl Haushofer Rudolf Hess nicht mehr entlasten. Verhandlung im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Hess simulierte einen Gedächtnisverlust.
schließlich bin ich dann also nach Nürnberg gekommen. Und da wurde ich gefragt, ob ich bereit bin, ihm gegenübergestellt zu werden. Dann habe ich gedacht, ja, selbstverständlich bin ich bereit. Ich wusste ja nun schon, von wie ich noch draußen war bei der Frau Hess, wusste ich von den Briefen, die sie gekriegt hat, dass er sein Gedächtnis verloren hat. Er spiele, das hat er ja später gesagt. Ich habe dann gesagt, ich weiß, Sie kennen mich nicht, Sie haben Ihr Gedächtnis verloren. Ich war Ihre Sekretärin und ich habe auch vor kurzem Ihre Frau gesehen, es geht ihr gut und den Bübler auch. Ich habe aus den Augen und aus der Stimme, habe ich irgendwie im Innern so wie ein kleines Gefühl gehabt. Er ist der Alte. Inge Ordemann, eine weitere Sekretärin von Hess, erinnert sich an die Phase des Gedächtnisverlustes. Dann wurde er weggebracht und stand er auf und klopfte mich auf die Schulter und sagte, haben Sie keine Angst, ich bekomme mein Gedächtnis wieder. Und da wusste ich sofort, da hat es simuliert nur, nicht? Um vorzubeugen, dass ich für verhandlungsunfähig erklärt werde, obwohl ich an den weiteren Verhandlungen teilzunehmen und mit meinen Kameraden zusammen das Urteil zu empfangen wünsche, gebe ich dem Gericht nachfolgende Erklärung ab, obwohl ich sie ursprünglich erst zu einem späteren Zeitpunkt des Prozesses abgeben wollte. Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Als Hess in der Feste Berlin-Spandau seine lebenslange Haftstrafe antrat, waren alle Spuren beseitigt und die Mitwisser seines Englandfluges nicht mehr am Leben. Rudolf Hess, der Gefangene Nummer 7, der letzte deutsche Mitwisser der wahren Hintergründe seines Fluges, saß 4 Jahrzehnte, davon 20 Jahre in Einzelhaft, im Gefängnis in Spandau. Verbotene Filmaufnahmen zeigen ihn im Inneren des Gefängnisses. Das Fenster zum Gefängnishof. Der Gefangene Nummer 7 in seiner Gefängniszelle vor einer großen Karte mit den Gestirnen. Bislang nie gezeigte Filmaufnahmen. Trotz aller Verbote gelang es, die um Hess gezogene Mauer des Schweigens zu durchbrechen. Der amerikanische Gefängnisdirektor in Spandau, Eugene Bird, gewann das Vertrauen von Hess. Ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Eugene Bird wurde zu Hess ständigem Gesprächspartner. Rudolf Hess übergab Bird ein bislang unbekanntes Handschreiben, datiert vom 20. September 1971, in dem er die Hintergründe seines Englandfluges zusammenfasste. Darin bestätigt Hess, dass es sein Ziel war, durch einen Frieden mit England eine schnellstmögliche Beendigung des Krieges zu erreichen. Gegen Ende seines Lebens schenkte Hess einem zweiten Fremden sein Vertrauen, seinem tunesischen Krankenpfleger Abdullah Melawi. Unsere Verhältnisse zwischen Patient und Krankenpfleger, da hat sich sehr gut Kontakt, weil ich glaube, die Welt, die wissen das nicht so viel, weil Rudolf Hess spricht Arabisch. Und der erste Mal sage ich auch so solche Sachen. Quasi Deutsch, und dann, wenn wir das ist irgendwo, das ist auch ein bisschen privat unterhalten, ich versuche so intensiv mit ihm Kontakt zu haben, rede ich mit ihm Arabisch und er kann sehr gut ägyptische Arabisch. Und das ist, was mich sehr so erfreut. Das Verhältnis zwischen Mallory und Hess war, kann man sagen, wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. Man muss mal vorstellen, Hess war sehr alt und sehr einsam. So freut er sich auf jeden Besuch von Mallory. Mallory war da,
kann man sagen, Tag und Nacht. Wenn Hess einen Bauchweh hat oder irgendwas, er hat Malerie gerufen. Malerie wohnte 50 Meter entfernt vom Gefängnis und war da innerhalb von 5 Minuten. Die Feste Spandau. Das Ritual der monatlichen Wachablösung. Diesmal gehen die Franzosen und die russische Wachmannschaft übernimmt das Kommando. Zu diesem Zeitpunkt gingen alle davon aus, dass der inzwischen 93-jährige Hess das Geheimnis um die Hintergründe seines Englandfluges mit in sein Grab nehmen würde. Alle humanitären Bemühungen um seine Freilassung waren ergebnislos verlaufen. Bemühungen, die die Engländer, wohl wissend, dass die Russen angesichts des Kalten Krieges einer vorzeitigen Freilassung von Hess niemals zustimmen würden, nach außen hin unterstützten. Und ich habe jahrelang für Hess seine Freiheit plädiert. Und mein Grund war folgendes. Ich habe meine Leute, meine Regierung gesagt, lass dieser alte Mann nach Hause gehen und sterben in aller Ruhe und nicht als Märtyrer im Gefängnis für die Extremisten. Während meiner Zeit, was 8,5 Jahre war als Kommandant, habe ich nach Anordnung von meiner Regierung 2-mal im Jahr, alle 6 Monate, Briefe schreiben lassen. Ein Brief von Frankreich, von England und Amerika, identisch an Moskau geschickt, um für Hess seine Freiheit zu bekommen. Die Russen haben immer Nein gesagt. Hess war der einzige und letzte Gefangene, der seit 1966 in diesem großen Backsteinbau von Spandau saß, als Schirach und Speer, die beide 20 Jahre Haft bekamen, in Nürnberg entlassen worden sind. Von britischer Seite aus lässt sich dokumentarisch festmachen, dass man Ende der 50er Jahre, und zwar war das die Regierung Macmillan, bei der Bundesregierung unter Adenauer eine Initiative startete, die letzten Gefangenen aus Spandau herauszuholen und den Sowjets diesen Vorschlag zu machen. Das Ganze scheitert an Adenauer, der nicht bereit ist, diese Initiative zu unterstützen. Von da an hatten die Briten wohl keinen Versuch mehr unternommen, gegen das sowjetische Veto eine Freilassung von Hess zu erwirken. Die Engländer waren immer Feuer und Flamme dafür. Aber warum? Die wussten, die Russen Nein sagen. Doch dann trat eine Wende ein, mit der niemand gerechnet hatte und die das britische Komplott aufzudecken drohte. Vollkommen unerwartet kündigte der damalige sowjetische Staatschef Gorbatschow an, den Greisen Rudolf Hess aus humanitären Gründen bei der nächsten routinemäßigen Wachübernahme durch die Russen freilassen zu wollen. Ein Vorhaben, das Radio Moskau auf Anfragen offiziell bestätigte. Bei den Briten brach Panik aus. Wie reagierte Rudolf Hess auf diese Nachricht? Oder wurde sie ihm gar verheimlicht? Ich erzähle von dem Plan, das ist so die Sowjetunion, das ist ihm freizulassen. Er hat sich gefreut. Er hat sich gefreut, als er zu Hause sterben will und einmal dieses Bergen zu sehen. Das sagt er mir. Und freut er sich. Aber durch die lange Gefangenschaft und so, da zeigt nicht, wie wir das ist in Zivilrecht draußen so, hurra, super, und ich habe geschafft, sondern er sagte, das ist gut. Doch an einem freien Rudolf Hess außerhalb der Gefängnismauern von Spandau war man offenkundig nicht interessiert. Am 17. August 1987 erfährt die Weltöffentlichkeit vom Tode Rudolf Hess. Die ersten Fotos des Toten gehen 4 Tage später durch die Presse. Offizielle Todesursache? Selbstmord durch Erhängen. An der britischen Version der Todesursache Selbstmord durch Erhängen wurden von verschiedenen Seiten Zweifel geäußert. Eugene Bird wies seinerzeit sofort auf die Widersprüche der offiziellen Verlautbarung der Briten hin. Erste Meldung war, dass er tot aufgefunden ist in seiner Zelle. 1,5 Stunden später ist diese Meldung umgeendet und es ist gesagt worden, dass er unterwegs ins Krankenhaus gestorben sei. Das ist wiederum umgeendet, ein paar Stunden später. Und die haben gemeldet, dass er strangulisiert mit einer
Kabel, elektrische Kabel, das er im Garten fand. Und der letzte war, der hat sich aufgehängt von einer, mit einer Verlängerungskabel in seine kleine Gartenhaus hinter dem Gefängnis. Ich war sofort skeptisch und ich dachte zuerst, dass die Russen ihn umgebracht haben. Bis ich später gelernt habe, dass an dem Tag Hess starb, gab es kein Russe im Gefängnis. Der russische Direktor war in Urlaub und kein Wächter, russischer Wächter, hat Dienst an dem Tag, 17. August 87. Überlegungen, dass bestimmte Kreise ein Interesse daran haben könnten, auch ihn aus dem Wege zu räumen, beschäftigten Hess übrigens schon kurz nach seiner Festnahme. 1942 bat er den Schweizer Gesandten in London im Falle seines Todes, meine Leiche durch eine internationale Ärztekommission hinsichtlich der Todesursache untersuchen zu lassen. Ja, der Tag lief folgendes am 17. August 87. Hess ist aufgestanden, 7 Uhr, und Frühstück ist serviert worden, immer in, war es in seiner Zelle serviert. Im Zellenblock gab es einen Sanitätsraum für Erste Hilfe etc., Notoperation, Kleinigkeiten. Und in diesem Sanitätsraum gab es eine Erste-Hilfe-Kit und eine Sauerstoffflasche und eine Maske. Und das war Mallory seine Aufgabe, jeden Tag diese beiden Dinge zu untersuchen. Erste-Hilfe-Kit war versiegelt und geplombt. Er untersuchte alles, inklusive diese Gas, diese Flasche, Sauerstoffflasche, alles in Ordnung. Und dann es gab ein Blatt, vorhandenes Blatt, wo er unterschrieben hat. Das hat er unterschrieben, alles in Ordnung, mit diesen beiden Dingen, 11.05 Uhr. Und wenn ich das Diplom, das ist nicht in Ordnung, muss ich alles melden. Muss ich die vier Direktoren melden, muss ich Protokoll schreiben. Und muss ich sehr, sehr, sehr viel arbeiten. Deshalb ist es lieber, dass ich kontrolliere es zweimal. Das war alles in Ordnung. 15 Uhr nachmittags am 17. August war Mallory in der Esssaal bei der Küche außerhalb des Gefängnisses. Und er bekam einen Anruf von der Chefwächter, der Franzose, Adouane. Und Adouane sagte folgendes, komm sofort ins Gefängnis, ich befürchte, was Furchtbares ist mit Hess passiert. Ja, bin ich gerannt. Bis dann, Haupttour, das von alliierten Gefängnis. Ich habe geklingelt. Der Herr Müller macht nicht auf. Klingelte und der englische Wächter hat ihm angeschaut und folgendes gesagt. Gehen Sie nach Hause, es ist alles vorbei. Was ist alles vorbei? Anruf, ich muss kommen. Verzögerung vor die Haupttour. Ich habe gebeten, trotzdem Herr Müller, mir die Zellenblock, also die Schlüssel hat, die Zellenblock aufzumachen, aufzuschließen, hat er ignoriert. Es kam wirklich zu einer Fechtung dort zwischen dieser Hauptmann und Mallory und endlich hat der Hauptmann ihm, der amerikanische Hauptmann ihm reingehen lassen ins Garten. Mallory rannte ja, eine Distanz von circa 400 Meter auf eine Fahrt um den Gefängnis rum und kam in dieses kleine Gartenhaus, wo Hess war zu dieser Zeit. Ein Weg, das normalerweise unter 5 Minuten gedauert hat, um in dieses Gartenhaus zu kommen. Es hat ihm fast 40 Minuten gedauert, bis er dort ankam. Völlig unerwartet von den Leuten in diesem Gartenhaus. Jordan, der amerikanische Wächter, war mit Hess. Als Mallory ankam, er sah Folgendes. Der Herr Jordan stand da verschwitzt. Chaotischer Zustand, Schweißausbrüche. Rechts, der Nummer 7, Rudolf Hess, lag auf dem Rücken in die Mitte und zwei
uniformierter Soldat, Uniform, eingetragene Soldaten, so eine amerikanische Uniform, eine große, so dunkle und eine kleine. Erstens habe ich nie gesehen. Zweitens, ich habe schon sehr empört, weil das ist mein Patient, lag da, lieblos. Erstens die Frage an Herrn Jordan, ist das als Kinder und als Wächter, amerikanische Wächter, was ist denn los? Was ist da los, Herr Jordan? Er antwortet mir ganz klar mit Brünnel, das Schwein ist umgebracht, können Sie nach Hause. Diese beiden Männer hat Mallory nie vorher gesehen oder nachher. Es war auch eine absolute Verletzung, die Regeln in Spandau Gefängnis, dass diese zwei Leute da waren. Er stand wie die Mörder, so gelassener, also nicht Schauspieler, sondern so richtig professionelle Killer. Die standen da, die schauten mich ganz empörend, also die schauten mich, was suchst du denn hier? Wie kommst du hier rein? Mallory schaute ihn mit Entsetzen an, ging es sofort runter auf Rudolf Hess und versuchte, ihm zum Leben zurückzubringen. Durch Mund zu Mund riss er das schon. Hol mir den Erste-Helfer-Kit im Sanitätsraum. Obwohl Jordan ein Walkie-Talkie, ein Telefon, mittrug, er ist selbst hingegangen und hat diese Erste-Helfer-Kit und diese Sauerstoffflasche mit Maske zurückgebracht. Und diese Kit ist aufgerissen worden und alles, was in dem Erste-Helfer-Kit war, vernichtet und zerstreut. Es gab auch kein Sauerstoff in dieser Flasche. Das, obwohl Abdul das untersucht hat, 11.05 Uhr, 5 Minuten nach 11, am gleichen Vormittag und alles in Ordnung fand. Ich habe das geprüft morgens. Das war alles in Ordnung, das Sauerstoff. Wie auch, das ist Notfallkoffer. Das kann ich beantworten. Ob jetzt zwischengetauscht, die haben das Schlüssel, die können tauschen, aber tauschen oder nicht getauscht, die waren beide defekt. Zum Zeitpunkt seines Todes war Rudolf Hess ein 93-jähriger alter Greis. Viele Leute denken an Hess als junger, dynamischer, sportlicher Mensch. Und das war er. Aber in dem Jahr, Hess starb, er war 93 Jahre alt. Hess war ein alter Greis. Er war so gesundheitlich, so angeschlagen. Er konnte zum Beispiel von einer Bank, nicht alleine aufstehen. Er konnte seine eigene Schuhbänder nicht zuschnüren. Wenn er lief im Garten, er lief mit einem Stock und zog sein rechter Bein hinterher. Es müsste zwei Leute mit ihm mitlaufen, eins links und eins rechts, falls er hinfällt. Er war blind im rechten Auge und er hat nur ein Drittel seiner Sehkraft in dem linken Auge. Er litt so unter Arthritis, dass er seine Finger und Daumen nicht auseinander bekommen könnte. Die haben buchstäblich ein Löffel in seine Hand hineintun müssen, um dass er essen könnte. Und meiner Meinung nach, was meistens gravierend ist, er könnte nicht einmal seine Ärmel bis zur Schulterhöhe heben. Ja, um sich zu strangulieren, man muss mindestens so machen können. Und aufzuhängen, muss man so machen können, oder? Irgendjemand muss es sagen. Hess ist ermordet worden. Wenn Hess sich ermorden will und kann, er hat A, seine Zelt, wo er schläft, 25 Meter Kabel für die eine Plattenspiele. Zweitens, seine Lampe, das ist 3,50 Meter circa, befestigt dort. Drittens, wo der Bad, wo ich die Wäsche aufhängt, seine Wäsche ist, hat er 5 Meter. Er hat im Fernsehen
Da hat drei Kabel und die meisten Fechter, die sind nicht da. Die sind einfach wieder betrunken neben ihm und so. Die sind nicht fähig, ihn zu kontrollieren. Innerhalb des Zellenblocks, außerhalb des Zellenblocks, die kontrollieren mehr. Wenn er wollte sich umbringen, dann hat er schon längst getan im Gefängnis, innerhalb, in den Zellenblock, nicht außerhalb. Ich sage es und ich sage die ganze Welt es, er ist ermordet. Auch die Familie, vor allem sein Sohn Wolf Rüdiger, äußerte erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der vier verschiedenen offiziellen Selbstmordvarianten. Sie beauftragte den unabhängigen Pathologen Professor Wolfgang Spann, einen der renommiertesten deutschen Gerichtsmediziner, mit einer Nachsektion, einer erneuten Obduktion. Es war eines Nachmittags gegen fünf, da saß ich hier im Casino mit meinen Mitarbeitern und die Zeit trinkt man gerne eine Tasse Tee. Und da kommt der Anruf, hier ist Rechtsanwalt Seidel, kennen Sie mich? Selbstverständlich, Herr Rechtsanwalt, wir kennen uns doch vor Gericht. Sie müssen mir helfen, sagt er. Sag ich, wieso? Selbstverständlich helfe ich Ihnen. Ich habe eine Leiche hier, können Sie die unterbringen? Sag ich, wer ist es? Sagt er, der ehemalige Reichsminister Rudolf Hess. Sag ich, selbstverständlich. Warum pressiert so, habe ich gesagt. Sagt er, eben erhalte ich im Hotel hier einen Brief des Oberbürgermeisters der Stadt Fürth, in dem ich aufgefordert werde, die Leiche, die wir hier am Friedhof deponiert haben, so rasch als möglich wegzubringen. Ich habe zunächst einmal mein Erstaunen über dieses Vorgehen zum Ausdruck gebracht, habe gesagt, bringen Sie mir die Leiche. Und dann fragt er mich, brauchen Sie die Genehmigung des Bürgermeisters? Sag ich, ich brauche überhaupt keine Genehmigung, Hausherr bin ich. Bringen Sie die Leiche, ich werde den Herrn Oberstaatsanwalt selbstverständlich verständigen, dass er informiert ist, was los ist. Und dann sagt er, ich beauftrage Sie im Namen der Angehörigen, die Sektion durchzuführen. Wann können Sie das tun? Dann habe ich gesagt, morgen früh um 9 Uhr. Wann können wir die Leiche bringen? Die ganze Nacht, der Nacht ist es informiert. Wir haben dann nach meinem Rückruf mit dem Oberstaatsanwalt, mit dem leitenden Oberstaatsanwalt, einen Halbzug Polizei bekommen, um gewissen Schutz zu haben. Man weiß ja nie, was bei solchen politischen Dingen mal plötzlich passiert. Dieser Halbzug wurde hier untergebracht. Im Laufe der Nacht ist die Leiche eingeliefert worden. Und am Morgen des folgenden Tages um 9 Uhr, wie verabredet, haben wir die Leichenöffnung durchgeführt. Dazu ist zu sagen, die Leiche war bereits vorseziert. Und was ich nicht einen besonderen Akt der Fairness empfunden habe, dass man uns auf wissenschaftlicher Ebene nicht eine exakte Vorgeschichte gegeben hat. No comment, hat es geheißen. Und wir wussten also gar nicht, was, wie und wann, wo gewesen sein soll. Wir haben lediglich die Leiche gehabt mit einer ganz kurzen Beschreibung, die mit dem Stromkabel, bei dem der Stromkabel eine Rolle spielt. Wir haben zunächst die Leiche äußerlich sehr eingehend besichtigt und da kam es natürlich als wesentlichster Befund auf die sogenannte Strangmarke, wie wir sagen, an. Und dazu muss man wissen, es gibt zwei typische Formen von Erhängen, das typische und das atypische Erhängen. Beim atypischen leuchtet die Strangfurche hier und auch der Strick läuft gleichmäßig, parallel ansteigen, mit dem höchsten Punkt im Nacken, steigt also nach oben an. Die Furche lief hier horizontal im Nacken, bestand gar kein Zweifel. Das haben wir auch fotografisch gesichert. Der Verlauf der zitierten Strangmarken am Hals von Rudolf Hess. Damit scheidet ein typisches Erhängen aus. Es scheidet unter Umständen nicht aus, ein atypisches am Boden liegend, aber so, wie uns mitgeteilt wurde, wie es gewesen sein soll, dass er sich am Kabel erhängt hat, kann es sicher nicht gewesen sein. Mit dem Stromkabel kann er sich selbst nicht erdrosseln. Sie können sich vielleicht selbst erdrosseln mit dem Bademantelgürtel, weil hier mit dem Bademantelgürtel, wenn ich selber zuziehe, dann durch den Zug diese Noppen, die auf dem Bademantelgürtel sind, die verklemmen sich unter Umständen, dass der Zug geschlossen bleibt, auch wenn meine Zugkraft nachlässt. Ein Elektrokabel wird immer rutschen, wird immer aufgehen. Mit dem können Sie sich nicht selbst erdrosseln. Unmittelbar nach dem Tod von Rudolf Hess fand eine gründliche Spurenbeseitigung statt. Nur 24 Stunden später wurde das Gartenhaus, der Fundort der Leiche, abgetragen. Eine Woche danach rissen Bagger die historische Festung Spandau Stein für Stein ein und machten sie dem Erdboden gleich. Der Schutt wurde abtransportiert und an einem unbekannten Ort vergraben. Bilder vom Abriss der Feste, gedreht unter schwierigsten Verhältnissen. Das Filmen während der Abrissarbeiten, die von bewaffneten Posten überwacht wurden, war seitens der Briten strengstens verboten. Peter Padfield, der renommierte britische Historiker und Hess-Biograf zum Fall Hess.
Ich denke, dass das Urteil und das Schicksal von Hess äußerst ungerecht waren. Denn ganz offensichtlich hatten weit mehr Leute, sowohl auf alliierter als auch auf deutscher Seite, größere Schuld auf sich geladen. Ihn sein Leben lang dafür einzusperren, ist schlichtweg unerklärlich. Und es kann nur durch die Tatsache erklärt werden, dass irgendetwas vertuscht werden musste. Ich weiß nur nicht, was vertuscht werden sollte. Das ist eine ungeheure menschliche Tragödie, die sich da vollzieht. Jenseits aller großen politischen Spekulationen und Geheimdienstintrigen ist das eine menschliche Tragödie, die auch einen Forscher wirklich anrührt und die fast unbegreifbar ist in unserer modernen Zivilisation. War es Churchills Friedensfalle, mit der die Chance auf ein vorzeitiges Ende des Zweiten Weltkrieges bewusst vertan wurde? Martin Allen hat mit seinen sensationellen Aktenfunden das vielleicht letzte große Mysterium des Zweiten Weltkrieges, den Englandflug von Rudolf Hess am 10. Mai 1941, gelöst. Wenn es tatsächlich stimmt, dass der britische Geheimdienst Hess nach England lockte, um die deutschen Friedensbemühungen zu torpedieren und den Krieg auszuweiten, wird auch verständlich, warum die eigentlichen Hess-Akten noch immer der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Fragen, die ihre endgültige Antwort erst dann erfahren, wenn die britischen Akten im Jahre 2017, rund 80 Jahre nach den Ereignissen, der Forschung zur Verfügung gestellt werden.